Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, so, jetzt geht es gleich los. Ich muss leider Musik meckern. Kennt ihr das? Das geht um Cities Skylines 2, das Spiel. Kennt ihr das, wenn ihr jahrelang, das muss jetzt kein Spiel sein, jahrelang auf irgendwas wartet, wo ihr euch richtig freut, wo dann kommt der Tag vom Release, kommt immer näher, stündlich. Man hat schon bei dem Anbieter, den ich jetzt nicht nenne, man hat schon auf Runterladen erlauben gedrückt, so dass das, falls man einschläft oder was, automatisch das Scheißding gleich runterlädt. Jetzt pass auf, jetzt lade ich das runter und ich weiß jetzt nicht, ob das eine neumodische Erfindung aus Amerika ist oder was, dass das drüber geschwappt ist. Jetzt ist das Spiel nicht fertig. So. Und dann haben die auch den Arsch in der Hose und sagen auch, pass auf Leute, das Spiel ist nicht fertig. So. Aber voller Preis. 50 Euro oder 55 Euro. Für ein Spiel, was nicht fertig ist. Wo man sagt, na, ja, wir hätten es schon gerne gehabt, dass das denn zum Release fertig ist. Und das ist aber doch nichts. Dann lass es doch. Dann sag doch, dann nimm noch nicht Geld für was noch nicht fertig ist. Dann sag doch, ey, das dauert noch mal 30 Jahre. Wie lange hat der zweite Teil jetzt gedauert? 10 Jahre oder was? Dann mach doch noch mal 10 Jahre. Das ist ein Spiel, was nicht funktioniert. Das ist, als wenn ich jetzt sage, ja, der Podcast heute, naja, ich weiß auch nicht, wir machen heute nur eine Minute, aber kostet 60 Euro. Das Geld ist jetzt, wo ich angeklickt habe, egal wo ich angeklickt habe, 60 Euro sind schon mal weg und wisst ihr was, ich muss jetzt los, tschüss. Ist doch scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja jetzt so spezifisch, das geht ja jetzt nur an Gamer, aber... Da sind einfach Sachen wie jetzt Müllabfuhr zum Beispiel. Das ist eine große Stadt, ich habe 25.000. Erstmal von der Grafik ganz abgesehen, dass das Spiel soll, man hat es gewonnen, wenn man 100.000 Einwohner hat und ab 25.000 Einwohner ruckelt das Bild. Das bleibt dann stehen, das geht gar nicht, rein rechnerisch. Es gibt schon so Communities irgendwie, wo man sagt, naja, ich spiele mal bis 10.000 Einwohner und dann breche ich ab und fange mal von vorne an. Seid ihr bescheuert? Meine Zeit wächst da nicht auf Bäumen. Müllabfuhr, das wird 50 Jahre wird überhaupt nie gefragt nach Müllabfuhr in dem Spiel und dann auf einmal ein bisschen viel Müll, ja, verpiss dich. Dann klappt das alle. Du machst eine Müllabfuhr, die ist überhaupt, da ist ja Müllabfuhr, ist ja realistisch. Du baust eine Müllabfuhr und dann hast du 20 Wagen, die holen den Müll dann rein. So, die fahren aber gar nicht raus. Wird jetzt viel zu spezifisch. Ihr könnt jetzt auch über Gehirntransplantationen reden. Das ist genauso spezifisch. Es wären ja nur drei Leute, die jetzt überhaupt wissen, um was es geht. Jetzt habe ich mich völlig für umsonst aufgeregt. Aber wirklich, Alter, das Ding, ich weiß ja nicht, wie die Firma heißt, könnt ihr euch an Arsch klatschen, ins Spiel. 50 Euro für nichts. So, egal. Jetzt kommt der Gast. Wo, das ist jetzt auch schön. Jetzt kann ich meinen ganzen Frust an dem Gast ablassen. Ich hoffe, dass das kein toller Gast ist. Weißt du, dass das die Meckerei richtig weitergeht. Weil das ist auch. So läuft das. Wenn du Stress hast, immer an anderen Leuten ablassen. Immer schön auch. War früher mal anders, heute nicht mehr. Schön nach unten treten. War, wenn einer musste fragen, stehen Sie jetzt in eine Firma, stehen Sie über mir oder unter mir? Und dann sagt er, ja, ich stehe unter Ihnen. Gleich in eine Fresse hauen. Gleich die Treppe runterschubsen und so. Ihnen kann nichts passieren, ich stehe unter Ihnen. Hat sich alles geändert. So, egal. Nicht aufregen jetzt. Uhr ist on point. Wir können loslegen. Warte, ich nehme noch mal einen Zug. Von der Cola. So, also, gute Unterhaltung, Feelings. Vom Gefühl her habe ich ein gutes Feeling. Sagt man das heute noch? Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Feelings. So, na, das kann ja noch was werden. Ach, moin moin. Hallo. So, jetzt, gut, dass du da bist. Jetzt zeig erstmal eine wichtige Frage, die ich schon lange stellen wollte. Wer bist du? Kevin Russell, Sänger von der Onkels. Von wem? Nein.
Ah, jetzt hätte ich gerade gedacht, der hat sich aber schon besser. Ich bin Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Ach hier, Fisch. Das ist eine Rockband, wa? Ja, genau, so Rock'n'Roll machen wir. Rocken, so wie Elvis? Oder ja, ist ja, ein Effa. Ja, ein Effa. Nee, Rock? Punkrock mit Trompeten sagen die einen, die anderen sagen. Aber du kannst es auch Hip-Hop nennen. Völlig egal. Hip-Hop-Rap? Nee. Ja, Hip-Hop-Rap. Wir machen auch mal. Ich habe auch schon mit Rappern was gemacht. Aber dann müsst ihr euch doch festlegen. Kriegt doch eine Macke, wenn ich sag mal, ich hab jetzt für Rap bezahlt und dann kommt Rock. Manchmal stehen die Leute drauf. Bei dir schon. Du bist schon, wenn ich dir jetzt, sagen wir mal, in Kreuzberg nachts um zwei begegnen würde, guck dich nochmal an. Hätte ich Angst? Nee. Nee. Also warum? Nett aus. Ja, danke schön. Na, da wegen Rockstar so. Ach nee. Scheißegal. Hat sich auch verändert, wa? Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wa? Alles langweilig, ne? Alle nur noch nett. Die nett aussehen, wo man sagt, ach, da könnte mein Sohn sein, der Rockstar. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 36. Ach, da ist ja Stimmbruch und alles schon vorbei, wa? Ja, wie alt bist du? Wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin 49. Ist jetzt der Moment, wo ich dir Geschenk geben muss? Ja, zwei eigentlich. Ich habe drei. Nein. Guck mal, doch. Das ist geil. Siehst du, das ist ein Top-Gast. Ja, das ist. Das Zwangsgeschenk. Also 5,99 wurde mir gesagt. Hast du eine kurze Hose an? Ja. Hast du überhaupt eine Hose an? Ja. Was ist denn, ein Schlüpper oder was? Nee, ich habe immer die. Das sieht ja geil aus. Ich bin ja übergewichtig und deswegen habe ich immer nur fünfmal die gleiche Hose. Hast du immer kurze Hosen an? Na, nur wenn mir nicht kalt ist. Durch den Klimawandel natürlich geil, wa? Da kannst du auch Oberteil auch noch ausziehen. Habe ich super arrangiert. Ja, nö. Hast du immer kurze Hosen rein? Na, ich verhältnismäßig würde ich sagen oft. Ich mache so Eisbaden und so seit ein paar Jahren. Ja, ich lebe an der Ostsee, lebe am Meer. Ach, und wo da? Ich pendel immer zwischen Vorpommern und Rostock. So einfach Rostock vom Dorf. Ist auch geil, wa? Rostock, ja. Wo war ich da? Stadthalle Rostock und Moja. Da bist du aufgetreten. Gibt's das Moja noch? Ja, gibt's beides. Ist ein abgeranzter Schuppen, ja. Aber geil. Was hast du Ostsee gemacht, wenn du aufgetreten bist? Also machst du dann Ausflüge? Ja, ich war früher mal im Binz. Aber am Auftrittstag? Nein. Nee, machst du Ausflüge allgemein? Nee, ja? Wenn ich in Rostock gespielt habe, wo ich denn gepennt? Wo pennt man denn? Man pennt ja nicht in Rostock. Madison? Nee. Dock-In-Hostel? Ich weiß nicht. Leipzig. Ja, klar. Wie weit ist Leipzig entfernt? Ah, 3 Stunden. Kommt drauf an. Bist du mit Nightliner unterwegs, wenn du auf Tour bist? Ich bin ja alleine. Wenn du alleine bist. Das heißt mit einem Fünfsitzer? Naja, oder mit Zug. Zweisitzer. Ich kann mit dem Fahrrad fahren und mit der Mofa. Aber hast du keine Crew? Doch. Naja, ich habe hab zwei Techniker, einen Tourmanager und Icke. Ach so. Die Techniker, die fahren alleine. Ich habe das noch nie live gesehen und bei dir. Und wenn du einen Nightliner hast, du rechnest dich ja nur, wenn du mit 20 Leuten unterwegs bist, dann zahle ich drauf. Ja, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, weil ich natürlich nie in den Genuss gekommen bin. Und selbst wenn ich in den Genuss gekommen wäre, im Nightliner unterwegs zu sein, alleine halt. So, ich bin mal oben, dann bin ich unten. Ja, unten ist keiner, der mit mir reden möchte. Nee, ich mal nach oben, da ist auch keiner, der mit mir reden möchte. Ich mal ins Bett. Nee, das ist ja... Aber machst du an Tagen, wo du auftrittst, machst du Ausflüge oder bleibst du in der Location? Nee, okay, dann. Also ich trete ja nicht mehr auf, ne? Ich bin ja seit Juli bin ich raus. Also das heißt, du machst eine Pause oder hast gar keinen Bock mehr gerade? Ich hab so gesagt, ich mache eine Pause, aber sag nicht, wann ich wiederkomme. Und das ist immer das Schlauste. Ist doch bei euch auch so mit den Platten immer, oder? Oder hast du fest, ist bestimmt heutzutage auch so, dass du jetzt schon weißt, wann nächstes Jahr die neue Platte rauskommt. Früher war das so, hast gesagt, ich gehe in den Probenraum, ich bastel an der neuen CD oder Schallplatte oder Shellackplatte, wie das bei uns damals noch war. Und nach 18 Jahren hat die Plattenfirma angerufen, hat die gefragt, wie sieht's aus? Dann hat die Band gesagt, einen Song haben wir schon, aber wir wissen noch nicht, ob die auf die Platte kommt. Und 10 Jahre später kam die zweite Platte raus. Nee, wir planen schon immer relativ konkret. Also wenn wir jetzt an neuer Musik arbeiten, dann ist schon irgendwann so ein Endziel für uns im Kopf, wo wir sagen, okay, vielleicht in ein Jahr später oder so haut man wieder ein Album raus. So schnell? Naja, immer im zwei, drei Jahre. Ne, versucht man. Ne? Oh, ist das scheiße. Wir hatten auch schon mal 5 Jahre zwischendurch, aber das ist halt einfach viel zu lang, denke ich. Aber ja, nö, wir sind dann schon versuchen, straight zu sein und viel zu proben. Ja. Ich muss dir dein Geschenk geben. Ihr seid alle fleißig, wa? Ihr jungen Leute. Und ist mit Drogen, Saufen und sowas? Ja, alles gemacht. Also, ist schon beendet, die Phase? Immer die Frage Perspektive, ne? Ich würde sagen, ich bin schon ruhiger geworden, aber andere würden bestimmt sagen, oh, wie viel Bier trinkt noch sind ganz denn so am Tag? Ich trinke gar kein Bier. Ich mag wohl überhaupt kein Bier.
Ich mag überhaupt nicht den. Was ist denn das für eine Rockband, sag mal? Ich mag saufen. Ich mag. Ja. Ich mag keinen Alkohol, aber das besoffen sein. Manchmal. Also ich mag. Ja. Ich würde jetzt nie unter der Woche Alkohol trinken. So, sondern. Boah, bei mir ist eher fressen. Fressen? Ja, fressen ist ein Problem. Nein. Aber warst du nicht. Warst noch fetter? Nee. Warst du nicht noch fetter? Nee, warst du nicht der abgenommen hat? Ja, genau. Ich hatte 65 Kilo abgenommen. Und warst du nicht der, der. Du hast ein Buch geschrieben darüber. Genau. Ja, wir sind nicht, bei dass den, du das jetzt bei hast. Wenn du das jetzt bei hast. Scheiße, nee. Digga, das um die Ohren. Ich habe Sachen von meiner Familie. Ich habe teilweise. Das ist nicht toll. Nur. Aber mein Papa ist Beudel. Der ist Bauunternehmer. Da hat gesagt, geil. Was denn? Achso, der baut so Häuser. Häuser und geil. Kirchen und so. Kirchen? Genau, Vorpommern. Ja, die machen so viel Kirchensanierung. Und so. Ist der gläubig? Ja, wir sind schon, also ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich denke schon, dass ich christlich geprägt bin. Nicht ich denke, sondern ich bin christlich geprägt. Du säufst nicht bis in eine Kirche und... Ja, das wird mir immer nachgesagt, dass ich ein Heiliger bin. Also ich glaube, das ist immer das, was die Leute so über mich erzählen. Und was hast du jetzt? Ein Kruzifix und Weihwasser? Ich habe dir Eier aus Vorpommern mitgebracht. Oh, das ist geil. Ich war gestern beim Kumpel, der ist Handwerker, habe ich gesagt, du, ich fahre hier zu den Krömer, mach da so Podcast. Er so, ja, okay, muss Geschenke mitbringen. Drauf? Und das sind Eier von ihm selbst. Dann habe ich Kekse mitgebracht. Von meinem 18. August noch gültig? Was ist heute? Nee. Ja, heute ist Digga, jetzt, wenn er mich November. Richtig verarscht hat, ist richtig kacke. Ja, guck doch mal hier, was steht denn da? Oder 18.08.2024. ja, das bin er jetzt. Also ich, das September, Oktober, 3 Monate halt Eier. Wie lange halten denn so Eier? Ja. Ich würde sie nicht mehr essen. Ja, es stimmt. Du, der hat mir das wirklich einfach in die Hand gedrückt. Aber die hat er dir dafür Geld abgenommen? Nee, er dann würde ich die Eier wieder mitnehmen und die im Einzelnen. Ich würde so die Schale aufmachen, das so spannend aufbauen und immer ein Ei nehmen und ihm das auf den Kopf hauen. Mann, ich schwöre dir, der ist Handwerker. Und dann habe ich das andere Geschenk bei ihm geholt und habe gesagt, was ist los, wo willst du hören? Ich sage, ich mache so Podcasts. Ach so. Dann nehme ich nicht Leinen oder was? Stell mal vor, ich hätte die jetzt gegessen, hätte ich eine Eiervergiftung. Das auch noch. Kannst du mir einen Kopf schmeißen? Ey, der hat sie doch nicht alle. Oder ist da was anderes drin? Geld. Oh, die sehen aber auch schon, die sehen aus, als wenn da, weiß ich nicht, Dinosaurier rausschlüpfen. 10 Euro, wenn dich traust. Weißt du, hier wie von Game of Thrones. Hier, die machen Feuer, wir jetzt hier auf? Die sehen Eier saufen? Nicht mehr gut aus. Kennst du das noch vom Dorf? Eiersaufen? Was ist ein Eier? Eiersaufen, wenn du sozusagen immer aufballerst an der Ecke und dann, wer am meisten säuft. Eier. Das ist halt doch jetzt nicht Korn. Dein Ernst, dass ihr jungen Leute auf Eier dem Land saufen. Jetzt Eier sauft. Eier saufen. Was ist denn mit normales Eier saufen. Was ist denn mit dieser Generation falsch gelaufen? Ja, ich komme aus Vorpommern. Trichter saufen. Ja, Trichter saufen kann ich auch. Erdlöcher rauchen. Erdlöcher rauchen, ja. So, aber ich doch war nicht Eier. Eier. So ich hab Eier, ein Ei habe ich, weiß ich nicht. Ich war erst mal in meinem Leben gegessen Eier mit 42. Kiffe. Eier solche Kiffen auch nicht? Ja, doch, ey, wenn ich mal schon voll bin, dann kiffe ich auch mal. Aber ich habe noch nie so richtig in meinem Leben geraucht. Also... Aber ey, wie gesagt, jetzt schäme ich mich schon. Ein bisschen gelebt habe ich schon, ganz kleines. Ein, zwei Mal habe ich schon gelebt in meinem Leben. Ja, gut. Ich weiß, hört sich alles langweilig an, aber ja, ich war wie gesagt Eiersäufer. Jetzt schäme ich mich auch ein bisschen fast ja, dafür. Guter Titel für die Biografie, denn ich war Eiersäufer. ich würde mit dir auch ein, wenn du mich jetzt einnimmst, kiffe ich auch mit dir ein. Nee, kann bei mir ist Kiffen scheiße. Ich bin ja trockener Alkoholiker seit 13 Jahren. Also ich hab. Das, was du verpasst hast, habe ich, glaube ich, für dich und deine gesamte Crew habe ich schon vorgesoffen quasi. Also ihr könnt jetzt aufhören. Kiffen war, hätte ich geil gefunden, war aber immer, hat immer zum Horrortrip geführt. Also bei mir war Kiffen immer wie LSD nehmen für andere. Kompletter Trip. Darf ich mal fragen? Wenn du sagst, ich wusste jetzt nicht, seit 13 Jahren bist du trocken. Ja. Ich würde sagen, bei mir ist Fressen die Sucht. Also ja. Wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir gut geht oder was weiß ich, immer, oder wenn ich Stress hatte, ja. Immer fressen, geisteskrank fressen. Aber sagst du fressen, du sagst, ja, das ist ja abwertend denn. Ja, ist es auch. Es ist, ich hämmer mir, keine Ahnung, mal vielleicht auch für 30 Euro Süßigkeiten rein, also bis zum Kotzen. Hast du Scheiße gefressen, so McDonalds und Kekse und Süßigkeiten? Oder nee, es ist richtig nahezu scheißegal, was ich dann fresse, so Fressanfällen oder so, sondern es ist... Genau, ich glaube, ich habe das auch lange nicht als Sucht erkannt, aber es ist wohl eine Essstörung, so würde man sagen, mit der ich dann auch immer zu kämpfen habe. Aber wenn ich jetzt, bei mir ist ja 13 Jahre trocken, das Problem ist bei mir, ich kann nicht 13 Jahre lang nicht essen. Also ich muss halt lernen zu essen, weil es ist vielleicht so ein bisschen wie,
Ja, du musst es jetzt vorstellen, zwei Schnaps beim, saufen. Wenn ich jetzt beim Saufen zum Beispiel reguliert getrunken hätte oder mit... Hast du noch Bock? Nee, überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, das erste Jahr war richtig krass. So. Ich habe zwar auch so um die Zeit, September habe ich aufgehört zu saufen. Und als es dann so in die Weihnachtszeit reinging und ich durch Berlin gelaufen bin und überall in Kneipen geguckt habe und Restaurants, wo die Weihnachtsfeiern gemacht haben. Also du hast dann nur noch, oder vielleicht habe ich das so wahrgenommen, du hast nur noch Leute gesehen, die gesellig am Tisch saßen zu zehnt oder so und jeder hatte irgendwie ein Bierchen in der Hand. Und so ist das für mich mit dem Essen. Ja. Ich sehe überall Essen und ich denke mir, geil. Aber ich denke auch, scheiße. Und wenn ich dann schon fresse, dann ist es vielleicht manchmal kacke. Beim Saufen hätte ich mich quasi vielleicht so wie du beim Essen, also ich hätte mich mäßigen müssen. Ich hätte jeden Tag sagen können, ich habe ja zum Beispiel auch nie getrunken, weil es geschmeckt hat. Also ich fand, Bier hat immer scheiße geschmeckt, Wein habe ich viel getrunken, hat auch kacke geschmeckt. Ich wollte einfach, dass es schnell knallt. So, und ich hätte einfach... Jetzt nicht mehr, jetzt ist es egal, aber damals hätte ich das vielleicht so machen müssen, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt eine schöne Flasche Wein und genieße das auch. So. Das ist dann wie bei dir, ne? Dass du bestimmt auch zum Essen gegriffen hast und gesagt, ey, ist scheißegal, was das jetzt ist. Manchmal noch mache, ne? Aber ne, ich will das nur auch kurz einordnen, weil sonst alle meine Freunde lachen mich aus, weil ich denke, mein Alkoholkonsum ist manchmal genauso, so wie du das beschreibst. Ja. Also, weißt du, bei mir ist dann so dieses, deswegen meine ich, ich würde noch nie... habe ich mir in meinem Leben ein Sixer Bier dafür zu Hause gekauft, sondern es ist dann, wenn dann immer dieses drüber, das ist, durchzieht mein ganzes Leben, sag ich mal, ganz exzessiv oft. Exzessiv sein einfach. Exzessiv sein, dann halt schieße ich mich weg. Ja. Ich kann dir nicht sagen, was ich da mag, ist wie mit dem Essen, sondern es ist dann dieses, geil, los, 50 Schnaps und los, auf ein Tablett und wir hämmern uns einen rein und bla, so dieses, bis zur geistigen Beschissenheit sozusagen, bis man, dass man am nächsten Tag auch, boah, Alter, ist man erbärmlich oder so. Und ich glaube, das gehört ja auch zu dem Fettsein dazu. Also, weißt du, ich habe zum Beispiel dann ein Jahr lang gar keinen Alkohol getrunken. Wir waren 10 Jahre nur auf Tour. Immer nur, ich war manchmal 200, ich war einmal ein Jahr 200 Tage unterwegs. Da hatte ich, gab es einen Kinofilm über uns, den, ich habe gehört, Charlie war auch bei dir, den hatte Charlie Hübner gemacht. Genau, Charlie Hübner wird in fast jeder Folge wird ja erwähnt, wa? Ja, den hatte Charlie ja gemacht. Und, aber das war eine Zeit, wo immer nur unterwegs waren und dann manchmal Abstürze, alles und dann hast du auf einmal so ein bisschen Ruhe gehabt und dann habe ich ein Jahr lang nicht getrunken und ich hätte nicht davor sagen können, scheiße, bin ich Alkoholiker oder mit Stoff oder was weiß ich und dann war ich auf einmal, okay, krass, meine Sucht ist Fressen, ja, damit kompensiere ich die ganze Zeit was. Jetzt ist es manchmal auch so, ich muss es dann lernen, manchmal, klar, wenn ich dann abstürze, dann mache ich vielleicht auch doll, aber trinken ist, ich müsste alles in Maßen lernen. Deswegen habe ich so gefragt, ich frage mich, ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf rumreiten, aber du hast keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe so das erste Jahr, zweite Jahr war auch noch ein bisschen wackelig so, dass man in Stresssituationen immer dachte, boah, ey, da wird mir jetzt so Fülle, jetzt erstmal schön ein Bierchen so. Weißt du? Okay, so ist es, genau so fühle ich es mit dem Essen. Und jetzt ist es so, dass ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, was zu trinken. Ich glaube, dass das sehr lange her ist, weil ich irgendwie jetzt über die Fähigkeit verfüge, zu sagen, wenn jetzt hier ein Bier steht zum Beispiel, dann trinke ich das Bier und dann würde ich mal sagen, würde mir das auch schmecken oder ich würde wieder denken, naja, schmeckt zwar scheiße, aber gleich knallt's. Und dann wüsste ich schon, okay, ich würde dann vielleicht, wenn du jetzt da dabei bist, vielleicht 2 Bier noch trinken und würde dann sagen, so diese Alkoholikersprüche, ich hab das im Griff, denn ab morgen nicht mehr. Und ich würde vielleicht morgen nichts mehr trinken, aber übermorgen, glaube ich, würde ich dann schon wieder ein Bierchen aufmachen und dann würde der Selbstbeschiss schon wieder anfangen, dass ich sagen würde, naja, komm, wir machen das jetzt so, ein Bier in der Woche, kann ja nicht schaden. Und ich schwöre dir, nach 1,5 Wochen trinke ich wieder 10 Bier am Tag, Minimum. Ja, so ist es, also, auch mit Saufen oder so oder auch Drogenkonsum oder so gewesen. Aber in allererster Linie denke ich das bei Essen bei mir. Das, was du erzählst, denke ich genauso.
Ne? Mhm. Und es gibt bei mir nicht das Maß, ich kann nicht ein Stück Schokolade essen. Wenn wir jetzt hier beide sitzen, ich sitze vor den Süßigkeiten und ich soll ich das wegräumen? Dem, ja, wäre geil. Ja? Ja, weil ich, das ist scheiße, ich werd, ne? Richtig, ja, ja. Geil. Jetzt, ich, hab das ich, ist so, ich hab ich, jetzt, gerade wo du das gesagt hast. Ich denke immer die ganze Zeit, pack die ich will dir in die Augen gucken beim Reden. Ja, ja, ja. Und ich denke immer, oh Gott, siehste, ich gucke guck immer hin. Ja, ja, ist genau, wenn du jetzt. Ja. Was ist das? Obwohl, wenn du, das hier ist eine Vape. Ach, das. Ja, ja. Das kennst du auch nicht, wa? Hey. Doch, 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 kenne ich. Ihr Jugendlichen doch, doch erfunden. Ich hab gedacht, das ist nur Süßigkeit. Mein, nee, ist. Aber ist geil, ich bin vorhin angekommen und ich bin reingekommen und das Erste, an was ich gedacht habe, ist, ach, hier stinkt's ja gar nicht. Weil du hast. Ja, ich hab die vergessen heute und deswegen bist du zu. Hast du auf mich warten müssen heute? Weil ich war noch drüben im Supermarkt. Scheißegal. Und hab mir hier diese Kinderwebe geholt. Ach, okay, deswegen nicht, weil deine Kollegin sagt vorhin, ja, manchmal riecht's da auch ein bisschen nach Furz oder so. Ja, durch die Heats, ja. Ich weiß auch nicht, warum ein Milliardenkonzern wie die das nicht hinkriegen, dass sie nochmal eine Milliarde da reinstecken, dass das nicht nach Furz riecht. Aber ist ja interessant, klar. Bin ich natürlich klar im Vorteil, weil ich sage einfach, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber du musst dich ja ernähren. Also hast du jetzt, hast du Therapie oder hast du so einen Coach, der dir einen Wochenplan erstellt und sagt, ich hatte, also versuch mal dit und dit zu essen? Ich täglich. War bei einer, ich glaube, ich bin auch immer so geprägt, so von, meine Eltern sind sehr tolle Menschen, ich habe eine sehr tolle Familie, und aber immer so geprägt wie, man geht jetzt nicht zum Arzt oder so, sondern erstmal weitermachen oder so, weißt du, sozusagen, ja. So dieses, ja, heul nicht rum. Ohne, dass meine Eltern das so sagen, aber ja, ja, so. Ich, klar, meine Eltern würden das auch sagen, ne, so meine Eltern nicht, also ich habe ja nur noch eine Mutter, aber ich habe meiner Mutter das dann beigebracht, dass man das sehr wohl sagt. Das ist halt die Generation. Wie genau. Alt sind deine Eltern? Ein bisschen über 60. Nein, aber genau, und ich war mal bei einer Ernährungsberaterin und so, das war ja. Aber nicht wirklich so gewinnbringend, weil das war alles so standardmäßig und ich hätte da eigentlich 5-mal hingekonnt, war nach einmal da und die hat gleich eigentlich gesagt sowas wie vielleicht mit Magenoperation oder ja, nur noch Körner fressen und so, und das kriege ich halt nicht hin, und dann habe ich selber es irgendwann geschafft, 65 Kilo abzunehmen, aber habe halt krass zu kämpfen mit Jojo-Effekt, ne? Ich hatte zwischendurch mal auch wieder 40 Kilo drauf, ja. Dann mal wieder 20 Kilo runter. Das ist omnipräsent, wie gesagt. Und das ist so, ne, ist oftmals kacke ich dann abends ab. Ne? Ja. Dass ich dann tagsüber mich gut halte oder wenn ich dann vielleicht aufgeregt bin und denke, ach Mensch, wie wird das jetzt mit dem Gespräch mit Kurt Krömer so? Ja, und ich baller dir hier gleich eine rein. Mit, ja, nee, alles du sollst gut. Nicht und nimmst keine Drohung. Alles cool. Ich habe noch eingeschenkt, damit ich das wirklich ja, hast du noch was abgelaufen ist? Nee, nichts. Du hast ja auch Kekse mitgebracht. Ich habe also den Beutel von meinem Papa, die Kekse von, achso, ja. Haha, guck, mein Opa war Bäckermeister, mein Cousin und meine Tante haben eine Konditorei. Oh, guck mal, die sind bis zum 25.02.24. Das wäre jetzt richtig bitter gewesen. Das wäre jetzt richtig. Hast du aufgeschrieben. Das wäre richtig bitter gewesen, ja. Wenn jetzt die Eier noch. Bäckerei, können wir ruhig mal Werbung machen hier. Wo ist, in welchem Rostock? Alten Treptow. Bäckerei zum Storchennest. Alten Treptow. Fritz-Peters-Straße 1. Ja, das ist es. Und dann habe ich hier noch ein Bengalo mitgebracht. Da habe ich Bengalo. Gedacht, hab ich gedacht, das immer, hier? Guck mal, du hast doch einen Geburtstag. Reiß an. Wie geht das jetzt? Reiß an jetzt. Pass auf, du beschmeißt mich mit einem Ei und ich reiß ein Bengalo. In unserem Alter haben wir uns das Ding in den Arsch gesteckt und dann angezündet. Macht ihr das auch noch? Auch das können wir noch machen. Gute Effekte. Ja. Danach gibt es Standing Ovations. Wenn das Ding abgebrannt ist, danach war die Hütte. Wir haben mal. Brannte die Hütte. Wir haben mal in der Columbia-Halle gespielt. Kolumbiahalle hier in Berlin. Hm? Und ich kannte nur diese Bengalos, die du dann anreißt oder anzündest. Und dann haben wir live gespielt. Ja. Und dann darfst in du der Halle. Und dann darfst du aber nur so eine Theaterfackeln anreißen. Ja. Und da hast du so einen Knopf. Und das hatte ich aber nicht gecheckt. Ja. Naja, man hat ja so viel um die Ohren tagsüber. Und dann hatte ich nicht gescheckt. Und dann habe ich mir die hinten, haben wir gespielt. Und habe mir die hinten am Arsch gesteckt. Hast du, ja? Und hab den scheiß Knopf, noch, ne? Ja, hab den, aber nicht im Arsch, sondern so hinten rein, damit ich die nachher, zum Show-Effekt anreiße. Man weiß ja nicht, in welche Richtung die brennt. Das ist halt mal ein Spiel mit einem Feuer, in Anführungszeichen. Und dann ist der Knopf angegangen, weil ich das erste Mal so eine Theaterfackel hatte, eine Fackel auf der Bühne, am Arsch. Mein Vater kam auf die Bühne, die sind oft bei unseren Konzerten und so. war spitze. Aber das wünsche ich dir damit nicht. Ich hab nur gedacht, wenn du denn vielleicht mal irgendwann Geburtstag gehabt haben solltest, reißt dir selber so ein Ding an. Silvester.
schmeißt den Müll oder so, Silvester stecke ich mir das Ding in den Arsch und zünde das an und renne über den Kuder. Man macht ein Selfie und schickt dir das dann. Hand drauf? Ja. Das freut mich. Das hört sich genial. Ich stelle mir jetzt gerade einen Plan, wa? Man muss einen Plan haben. Das ist auch wichtig. Ich möchte auch an die Jugend weitergeben, dass man immer einen Plan braucht. Das muss man Hand und Fuß haben. Nicht irgendwie improvisierte Scheiße abliefern, sondern muss einen Plan haben. Und sag mal, deine Eltern, finden die das geil, was du machst? Also musikalisch? Oder sagt dein Vater, Schlager wäre besser? Nee, ich glaube, anfangs waren die, glaube ich, so ein bisschen, ich habe keine Instrumente, keine Noten, sondern wir haben einfach auf dem Schulhof in Vorpommern gemacht. Kai, unser Basser, hat mich gefragt, hast du Bock, Mucke zu machen? Und dann habe ich das gemacht, weil bei uns gab es nicht mal einen Jugendclub oder so, der hätte mich auch fragen können, ob ich Techno machen will oder Hip-Hop. Ja. Und dann habe ich Punkrock gemacht, weil da muss nichts können. Und dann haben meine Eltern, waren sie bestimmt noch nicht so mega begeistert. Ja, ne? Punk war für Eltern immer Mann, da haben wir auch Abstieg. Einfach, sag mal, jetzt im Nachhinein betrachtet, peinliche Texte, wo man denkt, boah, als Eltern werden sie jetzt nicht die ganze Zeit in den Händen geklatscht haben. Aber es ist so, dass meine Eltern, ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das haben meine Eltern immer gelebt. Ja, toll. Und die sind sehr oft bei Konzerten. Ja. Manchmal standen sie auf der Bühne, ein, zwei Tipp. Manchmal stand mein Papa schon oder meine Mutti auch mit einem Bengalo auf der Bühne. Oder hat sich das Mikro genommen, obwohl er gar nicht singen kann. Und hat dann immer reingeschrien, mal auf ein Highfield-Festival vor 20.000 Leuten. Und meine Eltern waren da. Und dann, komm, Papa, auf die Bühne. Und ich meinte, aber er kommt auf die Bühne. Aber er nimmt sich das Mikro und schreit. Aber, kommt alle nach Jam, kommt alle nach Vorpommern. Ihr seid eingeladen. Ja, das hat er gemacht. Weil wir machen immer so ein Dorffest, das Wasted Jam-Festival bei uns. Und genau, das war dann kurz davor. Und er hat gesagt, kommt alle her, ihr seid eingeladen. Und meine Eltern lassen dann auch immer bei sich zu Hause irgendwelche fremden Zelten, die sie einmal mit, ja. Dann sage ich, meine Mutter, Vater, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Und naja. Hört sich gut an. Ja, sind tolle Eltern. Geil. Ja, so will ich. Darf ich fragen, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Naja, mein Vater ist tot. Da ist, wie lange? Sie gestorben. Mein Vater ist, glaube ich, seit 3 Jahren tot. Habe ich richtig Angst vor? Ja, ist auch scheiße. Habe ich richtig. Und ist, wenn so ein. Also, du bist schlagartig wieder wie so ein Vierjähriger. Also, du bist orientierungslos. Da stirbt der Vater und du denkst sofort: Scheiße, ich bin ich eigentlich lebensfähig? Kann ich das eigentlich alles. Schaffe ich das alleine? Und dann realisiert man: Ich mache das ja seit 30 Jahren schon alles alleine. Weißt du? Aber trotzdem setzt so ein Effekt ein, wo du denkst: Scheiße, jetzt bin ich. Jetzt knackt der weg. Jetzt kann ich den nicht mehr fragen, obwohl wir... Hat sich das angebahnt? 10 Jahre vor seinem Tod schon nicht mehr viel miteinander gesprochen haben, weil mein Vater immer schnell weg war. Also der hat sich da immer aus der Verantwortung so ein bisschen gezogen. Hat mir immer sehr gefehlt. War traurig, dass der eigentlich 10 Jahre vor seinem Tod schon wie tot war eigentlich. Manchmal dachte ich so, sag mal, lebt der eigentlich noch? Und dann dachte ich, nee, der lebt noch. Und dann dachte ich, warum ruft der mich nicht an? Warum meldet er sich nicht? Warum geht der nicht ran, wenn ich anrufe? Und dann war der Hammer hart tot. Und dann dachte ich so, jetzt ist er ja wirklich tot. So. Jetzt ist er wirklich genau, weg. Wollte ich gerade sagen, Hammer, also, nee, egal. Nee, mach ruhig, komm, frag. Naja, ich habe mich gerade gefragt, du hast gerade den Gedanken gesagt, manchmal hast du dich gefragt, ob er noch lebt und du weißt ja, er lebt und das ist irgendwie noch schlimmer. Deswegen wollte ich fragen, ist es manchmal, wenn du so einen Gedanken hast, dann erleichtert er, wenn du weißt, nee, er lebt ja gar nicht mehr, obwohl er nicht da ist? Weißt du, wie ich es meine? Also dadurch, dass er oft weg war und ich nicht wusste, wo er ist, dachte ich bei seinem Tod eigentlich, kurzen Moment so, geil, jetzt kann er nicht mehr weg. Jetzt ist er da begraben, jetzt weiß ich, wo er ist. Also ich habe auch so eine Sicherheit da, wo ich dachte, cool. Meine Eltern, ich muss nicht mehr suchen. Ich habe so, also, glaube ich, richtig doll Angst vor dem Moment. So, wir hatten jetzt das erste Mal, ich habe mehrere Geschwister und wir hatten so im letzten Jahr so die ersten Male, dass wir mit meinen Eltern so ein bisschen hart, also ins Gespräch gehen mussten und sagen müssen, ey, ich glaube, ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Weil klar, man kriegt ja immer alles von seinen Eltern mitgegeben und wenn ich dann auch auf eine Kacke haue oder große Fresse, das auch von meinen Eltern oder sind, nicht auf sie aufpassen. Und meine Eltern waren jetzt in den letzten 1-2 Jahren so oft im Krankenhaus wie eigentlich vorher nie. Weißt du, die haben noch nie krank gemacht. Heiko, ich hab früher die Leute gehasst, die immer über Krankheiten und so geredet haben. Über, ich muss zum Arzt. Dachte ich immer, hier in den Wald, leg dich hin zum Sterben, was soll die Scheiße. Aber so mit 48, nee, wie alt bin ich jetzt? 49. Geht die Scheiße los. Ja, ich weiß ja auch nicht mehr. Ich würde jetzt nicht sagen, mein kleiner Bruder würde jetzt nicht sagen, dass ich noch jung bin. Ne? Ich fühle mich irgendwie dazwischen. Wie alt ist der? Mein kleinster Bruder ist 18. 18, kleiner Pubi. Ja,
18, mein kleinster Bruder 18, mein mittlerer ist 29, 28, ja. Meine große Schwester wird 40. Wie ist die große? Ach du Scheiße, große, eine Frau und drei Kacknasen. Ja, das ist, ja. Habt ihr eine geballert gekriegt auch mal von der Schwester? Nee, sie hat mich einmal angepinkelt, wir haben immer gecatcht und dann hat sie einmal gegen mich gewonnen, das weiß ich, und dann hat sie mich festgehalten, weil sie da gegen mich gewonnen hat und hat gesagt, ich sag, lass los, und hat sie mir gesagt, ich muss auf Toilette, ich sag, dann geh, nein, ich bin am Gewinnen. Dann lagen wir im Ehebett vor meinen Eltern und hat sie laufen lassen. Das war das Hängen, was sie mir mal angetan hat. Ansonsten ist meine Schwester toll. Ja, Grüße gehen raus. Ja. Das hat sie jetzt natürlich am Arsch, das Ding. Darf ich dich was fragen? Ja, klar, frag. Hast du Geschwister? Ich hab Geschwister, ja. Habe ich das schon öffentlich gesagt? Weiß ich gar nicht. Lass ich weg. Sag ich nicht. Ich finde es nämlich geil. Redest du viel über private Geschichten so? Wenn du zum Beispiel Freund hast, Freundin oder so, dass du, weiß man, wer das ist? Nee, ja. Sehr gut. Ist auch nicht machen. Schwieriges Ding sozusagen. Also ich versuche, also ne, sowas wie Instagram oder so mache ich nicht sozusagen mit den Leuten, sondern ich glaube, es ist auch manchmal schwer für die Leute, wenn du jetzt, sag ich mal, beispielsweise eine Freundin hast, ja. War das immer in meinen Beziehungen auch, nicht immer, aber ja, seitdem ich Person des öffentlichen Lebens bin, ist es so, ich will da nicht verheimlichen, sondern ich habe dann eher vielleicht, ich mache das aus dem Grund, dass ich denke, dass sie vielleicht irgendwelche Bedrohungen kriegen, ja? Ja, scheiße. Ob jetzt sozusagen von Faschos oder von anderen Leuten. Du hast mal mit diesen ganzen Faschos richtig auch. Da gab's schon immer, war. Ja, da gab's schon oft. Ich habe auch eine große Fresse, ne? Also oder wir. Ja. Das. Ich will mich da nicht beschweren und. Aber. Ja, aber eine große Fresse. Also ich würde mal sagen, gut eingesetzt, oder? Ja, genau. Ich denke. Wenn du eine große Fresse hast, dann musst du halt auch bis zu einem gewissen Grad kassieren können. Manchmal ist es aber halt natürlich wenn dieser Rechtsruck manchmal so krass mit zunimmt, ist es manchmal viel zu krass und Internet darfst du dir gar nicht mehr reinziehen. Mhm. Aber weil du wegen Familie gefragt hast, ist das ja was. Ich glaube, dass viele Leute manchmal nur in Anführungsstrichen das Positive sehen von, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist und vielleicht gar nicht einschätzen können, was das alles bedeutet. Und davor will ich eigentlich die Leute, die dann sehr eng bei mir sind, irgendwie auch ganz doll schützen oder so, weißt du, sozusagen, dass ich irgendwie... Du wirst halt für alle... Aber ich will sie auch nicht verheimlichen oder so, weißt du, ich war... Also ich finde das gut, wenn man das verheimlicht, weil das ist dann halt privat. Also guck mal, du bist Musiker, ich bin hier Komiker. Wir reden so viel über uns. So, du redest jetzt über deine Esssucht zum Beispiel. Mhm. Wir geben so viel Preis, dass ich denke, Digi, lass mir doch die letzten 5% für mich. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, die Tür zumache, dass ich dann sagen kann, hier bin ich jetzt privat. Weil es wird ja auch alles beurteilt. Ich glaube, manchmal ist das auch schwierig, weil, wie gesagt, ich will offen sein, wenn ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht nur über Essstörungen gefressen, sondern, weißt du, da spielen ja ganz viele andere Sachen mit rein. Ne, ich hab dein Buch leider auch noch nicht komplett gelesen, aber... Ja, deswegen habe ich deins auch nicht gelesen. Weil nein, nicht aber ich würde... Ja, das, was ich gelesen habe... Nee, ich würde es auch sagen, wenn ich es gar nicht gelesen habe, sondern... Aber, okay, du schreibst ja über Depressionen, aber du schreibst natürlich über viel mehr. Punkt, aus die Maus, sozusagen, ne? Und ich habe das nicht mehr... Das ist aber auch schon ganz lange her, deswegen, glaube ich, habe ich das gar nicht auf dem Schirm, dass du so lange schon... trocken bist oder so, ne? Ich wusste irgendwie, Alkohol ist ein Problem und so. Mhm. Das war das zum Anfang. Aber worauf ich hinaus will, ist, man gibt ja so viel von sich rein, wenn man nicht nur so Schauspieler sein will oder so, dann ist das für mich auch ganz oft schwer, den Leuten manchmal zu erklären, warum ich das noch schützen will, sozusagen. Ja, weißt du? Na, vor allem, und du lernst eine Frau kennen und natürlich ist es dann schön, irgendwie zu sagen, hier, wir gehen über einen roten Teppich mit der Frau, alle machen Fotos, wir sind glücklich, wir sind happy. Und dann läuft es vielleicht mal nicht so. Dann bist du halt auch verpflichtet, dann auch über diesen roten Teppich zu gehen, deine Freundin zu sagen. Du hast manchmal Leute bei uns. Läuft scheiße bei uns gerade, musst du denn auch sagen. Oder dann trennst du dich, musst du denn auch dadurch. Ich möchte nicht, dass dieser ganze Prozess dann öffentlich wird, das ist privat. So ist es. Weißt du, manchmal läuft's gut, das ist ja dann auch normal. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel zu mir nach Hause gehe und die Tür zumache, ich sag mal so viel.
da passiert ja jetzt nicht irgendwas, dass ich dann Zauberfähigkeiten habe, weißt du? Ja, das ist richtig. Oder dass ich da in so einem Elfenbeinturm denn oder im gefundenen Bernsteinzimmer lebe, weißt du? Und mich mit Goldtalern bewerfe, meine Kinder. Es gibt ja Leute, die tun so, aber ja. Ich glaube, es ist ganz selten so. Es ist der gleiche Scheiß wie bei jedem anderen auch zu Hause, aber ich möchte dann wirklich, weißt du, auch irgendwie mit einem Jogginganzug irgendwie auf der Couch liegen, Chips fressen und mir am Arsch kraulen. Aber hast du manchmal schon das Problem gehabt, wenn du jetzt, ich sag mal, wenn ich Beziehungen hatte oder so, ja? Oder ja. Manchmal, man lernt vielleicht Menschen kennen, die man toll findet, etc. und man ist dann zusammen, dass die Person das scheiße fand, dass du es nicht gemacht hast? Dass die Person das vielleicht auch wollte? Also, weil ich glaube, das ist... Ja, da ist ja dann oft die Frage so, schämst du dich jetzt für mich oder so? Also, ja, ich glaube, man ist dann mehr so, schämst du dich? Oder willst ja nur nicht zeigen, dass du eine Freundin hast, damit du mit anderen ficken kannst und so? Ja. Also, weißt du so, oder ja. Aber meinst du es nicht ernst oder so? Ja. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Ding manchmal, weil man... Dann erstmal sagen, ja, genau. Ja, weißt du, dann gucken wir, ob gelacht wird oder nicht. Wenn nicht gelacht wird, sofort in die Erklärung gehen. Das musst du erklären, natürlich, klar. Genau, ne? Aber es geht ja eigentlich um Schutz. Es geht ja um Schutz. Es geht ja nicht darum, also wir sind ja jetzt auch nicht in einer Boygroup, wo man dann, wenn man schwul ist oder wenn man jetzt eine Freundin hat, dass das Management einem das dann verbietet, weil sich das dann besser verkauft. Nee, das ist ja, was man selber dann entscheidet sozusagen. Ne? Aber und auch das ist so ein privater Prozess, dass man dann zu Hause ist und sagt, ja klar, da draußen bin ich der Hampelmann und dann komme ich nach Hause und dann bin ich halt privat. Ja, also, ich musste das, glaube ich, das ist für mich, dieses Person des öffentlichen Lebens werden, das ist für mich übelst doll, also man sagt immer, Prozess hört sich so schlau an, aber das hat mir keiner erklärt. Und das wird keinem erklärt, das ist, was das für einen Preis hat oder was man für, weißt du, ich habe immer, also so, ich würde sagen, dass ich bis zu einem gewissen Grad, ich verändere mich immer, ne? So, das ist auch schön, aber ich bin ja trotzdem der gleiche, sozusagen, ne? Und aber wenn du dann auf einmal, so wie ich gesagt habe, dann hast du so eine Pause, wenn wir das erste Mal ein Jahr lang Pause machen und du denkst, boah, krass, dich quatschen Leute in der Sauna an oder so. Yeah. Oder in den normalsten Situationen. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nicht so viele Personen des öffentlichen Lebens. Weißt du, 90% der Leute erkennen mich sowieso nicht. Aber sind sie denn froh mit dir, dass sie dich haben? Oder ja, ich glaube nicht. Also auch sehr gespannt. Wäre mir jetzt lieber. Ja, bestimmt. Aber ich bin sowieso eine Person, die da immer polarisiert. Aber ich glaube, das ist so für einen selber, das ist ja für einen selbst schon richtig doll. Und auch ich merke auch total für mein Umfeld sozusagen dieser... Was heißt denn das? Und ganz oft können Leute auch damit nicht umgehen. Weißt du, ich komme aus so einer, ich komme früher so aus der so Subkulturen, Ultra, dann viel Punkrock-Szene etc. Und da wird ja alles verachtet. Also nichts ist schlimmer als so Stars oder so, ne? Ja, oder ja, sozusagen, ich war das, jetzt, ist ja, sozusagen, das damals, wird ja gehasst. Ja, ich weiß, so. Ich war auch bei der Punk, also in der Punk-Szene so als Sympathisant. Ich war jetzt kein Punk, aber ich habe unheimlich gerne mit denen abgehangen und dann war ich hier beim SFB damals noch und hab so die ersten Gagen bekommen, wie es ich 500 Mark und dann war ich tot. Also dann war ich der absolute Kapitalist. Also ich glaube, für uns war es immer gut, oder auch für mich, ich habe mich nie als Punker gesehen oder so, auch nie, mir sind irgendwie Schubladen zu klein, ich habe keinen Bock auf Ideologie oder so, aber trotzdem so dieses, und das ist ja ein selber Hassel für einen selbst. Also hast du das sicherlich, also ich hab das immer noch in mir, diesen, ich bin kein Punk mehr, aber ich hab so dieses anarchistische Punk-Denken noch so ein bisschen in mir drin. So, dass ich manchmal dann sage, ach, weißt du was, wenn das eben nicht geht, dann fick dich doch, du fickt Arschloch. Fickt euch alle. Weißt du? So, ja, fickt euch alle und dann klar. Manchmal seid ist ihr halt das bescheuert. Also da kommt so ab und zu. Manchmal ist das ja auch gut. Oder ich mach das nicht so. Wenn das alle toll finden, dann mag ich das erst recht nicht. Weißt du? So ein bisschen trotz Anarcho und so. Das ist noch das ist für drin. Mich immer, wenn Leute alles auch sagen. Auch wenn die mich da vom Hof gejagt haben, bin ich denen auch nicht sauer, weil ich hätte vielleicht selber, wenn ich da, wir waren hier, da ist in Berlin heute Verdi, da war damals der Schwarze Kanal, hieß die Wagenburg irgendwie. Und ich weiß nicht, wenn ich da mit 20 irgendwie, wenn einer gekommen wäre, sagen wir mal, im Nadelstreifenanzug oder so, ich hätte bestimmt nicht gesagt, seien Sie willkommen hier, setzen Sie sich doch ans Feuer. Sondern ich hätte gefragt, was machst du denn hier, verpiss dich oder so. Ne? Ey, für mich also, hast du seine Zeit gehabt. Und, aber der ist trotzdem genauso, wie die Straße noch in mir drin ist. Weißt du, so kriegst du nicht raus. Dieses Neukölln-Ding oder Kreuzberg-Ding, weißt du? Ich glaube, so dieses Ding, was du ihm gerade gesagt hast, so, wenn alle das geil finden, dann muss es scheiße sein. Das ist so, was ich wenn immer... Wenn es zu dufte läuft. Wenn es zu gut ist, wenn es zu nett ist, so alles zu...
wenn es zu sauber ist, dann stößt es mich ab. Also wenn so, MDR euch anfragt, wollt ihr nicht täglich eine Sendung machen für eine Stunde, dann seid ihr scheiße. Ja, kommt drauf an, was dann ich machen. Dann seid ihr tot. Kommt auch drauf an, was ich machen dürfte. So, ja, aber weiß ich, Bingo. Ja, ja, aber das ist natürlich, manchmal steht man sich damit auch selber im Weg, so, ne, weil, keine Ahnung, jetzt im ganz Kleinen, wenn alle sagen, die Serie ist geil, ne, guck Breaking Bad, guck Breaking Bad, guck das, ich kann das nicht gucken, weil ich denke, das muss ja scheiße sein, ne, dann gucke ich das nachher, dann denke ich, ach, ist jetzt so gar nicht schlecht, so, ist es dann ist gar ja nicht doch mal. Nicht so scheiße, so, ne, aber es ist bei mir immer so drin und das ist überall so, egal, wenn Leute, ach, naja, wenn dann. Aber jetzt kriegt man heute, ist auch. Also früher, wenn ich mal also noch in die Zeit meiner Eltern zurückgehe, wo ich naja nicht gelebt habe, wo es so Leute gab wie Peter Alexander zum Beispiel, wo dann einfach mal 50 Millionen Deutsche ZDF geguckt haben. Also da war es auch, ich fand leichter dann einfach zu sagen, das finde ich scheiße, ich höre mir jetzt lieber Spliff oder Ideal an, Nina Hagen Band und so, weißt du? Also da war... Es war einfach. Ich hatte keine Kohle, ich habe einen kleinen VW gefahren und dann kam der Protzer da mit so einem dicken Daimler, weißt du? Heute ist ja, es gibt ja jetzt keine Serie, wo 10 Millionen Leute zeitgleich sagen, guck dir das und das an. Also es ist irgendwie alles Mainstream, es gibt kein Indie mehr, gibt auch keinen Punk mehr eigentlich. Nö, also ja, das, ich fühle schon vieles, was du sagst. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ja so, das ist ja auch wieder so ein schmaler Grat. Ich will ja auch nicht so kindisch sein und dann um Himmels Willen gegen etwas dagegen sein, um dagegen zu sein. Ja, ja, ja. Das ist ja dann auch affig, aber ja, ja muss schon angepasst sein, das kriege ich nicht, komplett angepasst sein, das kriege ich nicht hin. Sondern es ist so, wenn egal, wenn alles zu geil ist, dann finde ich scheiße. Wenn ich sage, so, ne? Wenn alle zu dufte ist. Bist du Fußballfan? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mit Fußball ja nicht am Hut. Ich habe das nur gerade gedacht. Handball zum Beispiel. Halt. Handball, oh. Ja. Mein kleiner Bruder spielt Handball, richtig professionell. Professionell wo denn? Na, also heißt professionell, der ist aufgestiegen von der 4. in der 3. Liga. Ich weiß, das Magdeburg finde ich ja geil. Nee, HSV Insel Usedom. Darfst nicht sagen, warum nicht? Weil ich mit Kretsche befreundet bin, der jetzt bei den Füchsen in Berlin ist. Und der hat ja auch in Magdeburg gespielt. Das ist, ist eine schwierige Geschichte. Ja, ich fahre am Sonntag ist nach Magdeburg. Aber zum Fußball, zu Hansa. Magdeburg, ne? Magdeburg. Magdeburg, ja. Magdeburg, sagt man, nicht Magdeburg. Ja, das grüß mir das. Diese kleine Pissstadt. Ich liebe das ja. Klein, ja. Ich glaube, Magdeburg ist auch die einzige Stadt, wo man Pissstadt sagen darf. Wohnst du schon immer in Berlin? Ja. Okay. Ja, weil Magdeburg ist für mich riesig, da wo ich herkomme. Aber ich bin da? Wirklich, das erste Mal, als ich in Magdeburg war, sind wir mit dem Auto 12-mal durch Magdeburg durchgefahren, weil wir den Stadtkern gesucht haben. Wirklich kein Scherz. Dann hat gesagt, na fahr noch mal zurück. Das ist ja jetzt wohl nicht deren Ernst, dass das jetzt hier sich nur um diesen Bahnhof da dreht. Weißt du? Und miep, miep. Wieder raus und rein. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt. Die Tokyo-Hotels, die sind ja die da. Die kommen daher, ne? Ja, ja, ja. Die wohnen auch ja, noch weiß. Da. Hier, Gustav ist ja noch voll in Magdeburg. Das ist der Schlagzeuger gewesen, ne? Der ist der Schlagzeuger. Ah ja, Wahnsinn. Für und bist du nur in Rostock? Wie gesagt, ich pendel immer Rostock und Jam. Das ist sozusagen Jam, da komme ich ganz ursprünglich her. Ja. Aber ich bin halt immer in Mecklenburg-Vorpommern geblieben. Wie heißt denn dieses Dorf, wo die denn immer gegen die Nazis... Ach so, nee, das ist Jameln. Jameln, ne? Das ist ne? Wieder eine Stunde weg. Sozusagen. Ja. Das ist, genau. Bist du da oben? Jameln rockt den... Da haben wir auch schon mal gespielt, ja. Und klar. Wie ist da der Stand gerade bei denen? Die machen jährlich das Festival und machen das da, aber ich glaube allgemein der Stand ist, bei uns ist gerade Mecklenburg-Vorpommern bei den letzten Prognosen die AfD die stärkste Partei gewesen. Sind wir auch bei weitem nicht das einzige Bundesland, ne? Ja. Aber na klar ist das schon punktuell spürbar. Ja. Ja? So, aber das ist auch so, wäre jetzt wieder endlos Thema. Ich kann auch total verstehen, wenn Leute halt einfach von den Anführungsstrichen etablierten Parteien halt sich nicht abgeholt fühlen. Weißt du, da wo ich wohne, da, naja, ist ja da gibt es immer noch keinen Jugendclub. Da gibt es, der letzte Bus fährt Freitag und Sonntag der erste wieder, oder Montag der erste wieder. Und naja, ich denke, deswegen zum Beispiel machen wir als Band, weißt du, wenn wir jetzt Release-Party machen, machen wir die auf dem Dorf, machen wir die nicht in der Stadt. Wir machen die da, wo sonst nichts geht. Wir machen das, unser Festival, das sind so Sachen, die wir, glaube ich, fühlen, weil wir daherkommen. So. Und das dann halt auch etwas ist, wo ich denke, okay, das bringt was, als sich immer in seinen kleinen gleichen Blasen zu bewegen. Also, weißt du, so ja, ist ja, wie das. Ich hier zum Beispiel in Berlin. Also ich weiß ja nicht, wo du dich bewegst. Mit meinem fetten Arsch jetzt hier gut irgendwie posaunen. Aber habt ihr einen großen Respekt davor,
wenn ihr da quasi vor Ort seid. Ja, ich glaube, ey, das ist ja gar nicht so, ich sage gar nicht, dass sich da immer jeder jetzt gerade machen muss. Ich finde es dann viel sympathischer, wenn jemand sagt, oh, ist mir egal oder mache ich mich nicht, oder ich sage gar nichts dazu, als wenn ich manchmal das Gefühl habe, da sind Leute, die wissen einfach, was gefällt und gerade ist man gegen Nazis oder dann sind alle Klimaaktivisten. Das heißt nicht, dass ich punktuell nicht die Sachen gut finde oder so, ne? Aber das ist auch vielleicht wieder dieses Echte oder dieses, dann ist es mir manchmal zu sauber oder ich so. Ich finde ne? auch, also ich finde den Punkt noch geil, wo man noch diskutieren kann. Ist eine berechtigte Frage, wenn mich ein Nazi fragt, ja, wen soll ich denn wählen? So, dann stehe ich nämlich auch doof da und denke so, ja, also. Digga, das ist das Bitterste, gut, was. Gut, dass du fragst, weiß ich gerade nicht so. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Nazis wären und wir können jetzt alle aufgeben irgendwie, weil das alles unwählbar ist. Das meine ich nicht damit, aber es wird sich halt auch jetzt gerade nicht richtig angestrengt, so dass man sagt, wir verdrängen die wieder. Nee, warum, also das warum das kommen die Nazis? Die Nazis kommen irgendwie, wenn es gesellschaftlich bergab geht. So. Das die Bitterste. Angst da ist. Das Bitterste ist natürlich, das, ich kann es da auch nicht sagen. Also ne, ich könnte, wenn man wer sagt, bei uns auf dem Dorf, sag mal, wenn das Bierschall war in eine Disse, dann gehst du halt nicht aus der Pissrinne saufen. Ne? So empfinde ich das mit der AfD. Ja, ja. Ja? Aber ich würde mich doch nicht, was meinst du, wie oft uns schon irgendwelche Parteien gefragt haben, ob wir da und da was machen? Ich habe Respekt vor, ganz doll Respekt vor Leuten, die so in der Kommunalpolitik unterwegs sind, ne? In so demokratischen Parteien. Aber irgendeine Partei fühlen? Tue ich auch nicht. Ja, also es ist doch ganz oft, glaube ich, nur so dieses, okay, ist das geringere Übel. Strategisch. Also ich bin auch also Wechselwähler jetzt hier geworden. Ich hatte früher meine Parteien. Auf dem Dorf oder ne, wenn jetzt, also das ist das, was ich wahrnehme. Früher war das so, da sind die Leute in die CDU eingetreten oder SPD oder was weiß ich, Linke im Osten, um Bürgermeister zu werden. Weißt du? Und jetzt ist das so, jetzt gehen die alle nicht mehr in die Parteien, weil das ist eher was Negatives und die sind alle sozusagen eher frei. Ne? Also ja, so, ja, ne? Naja, weil du natürlich, klar, wenn, also deswegen finde ich es auch immer gut, wenn Künstler jetzt nicht irgendeiner Partei beitreten, so, weil ich jetzt, wenn ich jetzt bei Partei XY wäre, würde bei mir täglich der Telefon klingeln, da können Sie mal bitte ein Statement abgeben, was jetzt hier XY irgendwie gerade in Tagesthemen gesagt hat. Und dann denke ich immer, nee, leck mich am Arsch. Das ist nicht meine Aufgabe. So. Also ich glaube, es ist gut, dabei zu bleiben, was man authentisch fühlen kann. Was sollst du jetzt über Vorpommern quatschen? Was soll ich über Berlin quatschen, weißt du? Und wenn jetzt uns dann Leute immer zu 10 politischen Themen was fragen, wir haben uns, glaube ich, lange davon verabschiedet, zu jedem Ding ein Statement sagen zu müssen, sondern ich bin halt kein Experte. Ich kann dir was darüber erzählen, wie es vielleicht im MacPom ist. Ich kann dir darüber erzählen, wie scheiße es ist, wenn so strukturschwache Regionen, wenn es ja, da Leute abkacken, so, und wie verloren sich das manchmal anfühlt. Wenn da, jetzt, da sollte man, ich finde, da sollte man halt mehr aufklären, dass das weißt so, du, wenn jetzt Leute, wenn jetzt einer sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich wähle die jetzt aus Protest, so, dann finde ich das natürlich nicht gut, ich würde das nicht fördern, aber ich kann es ein bisschen verstehen irgendwie, weil man halt jahrzehntelang gesagt hat, naja, wir sind hier die Wessis, ihr seid die Ossis, müsst halt klarkommen jetzt, so, seht zu. Ich glaube, also, ne, das ist ja die ganze Zeit schon mal gerade, wenn Leute weniger so, Geld, wenn, weniger Rente. Warum? Wenn Leute sowas sagen wie, ja, du kannst ja nicht mit AfD-Lern sprechen. Ja, das ist ja, ja, okay, ich weiß nicht, wo ihr lebt. Jedenfalls nicht da, wo ich lebe, weil da, wo ich lebe, wählen 35-40% teilweise die AfD. Ja. Also du kommst immer ins Gespräch, du musst halt streiten, ne? Oder musst vielleicht auch diskutieren, ne? Bis zu einem gewissen Grad. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen überzeugten Nationalsozialisten, die halt irgendein sondern das ist halt immer ein schmaler Grat. Mal mehr, mal weniger. Aber ich denke auch immer bei mir, Alter, ich mach doch keinen Moralapostel, wie oft war ich schon ein Idiot oder Alter, wir haben immer Nazimucke rauf und runter gehört. Da hat es immer mehr gebracht, wenn Leute mit mir gestritten haben, egal bei welchem Thema mich irgendwie ein bisschen Maß genommen haben. Das ist doch so dieses Zeitalter von immer jeder macht sofort irgendein schlaues Instagram-Statement und so. Boah, ich fühl's überhaupt nicht. Ich glaube, es bringt tausendmal mehr, wenn man mit Leuten auf Augenhöhe ist, wenn man irgendwie halbwegs gerade redet. Und ja, vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch einfach andere Meinungen aushält. Das heißt nicht, wie gesagt, die Grenze sind für mich da klare Faschos, aber wenn wir unser Dorffest machen in Jahren, dann laden wir auch immer die ganzen Leute aus der Region ein. Gibt es da mehrere Bereiche, wo die Leute keine Karten bezahlen müssen. Und das Geilste ist, dass da ganz viele Leute aus dem Dorf irgendwie auch kommen und auf einmal Theaterstücke angucken oder Konzerte und dann machen wir ein Fußballturnier mit denen. Das ist, glaube ich, das Geile. Und so hätte man mich auch immer abgeholt oder würde mich man mich halt auch abholen. So, weil, glaube ich, so dieses mit Zeigefinger und immer einer ist noch geiler als der andere, da kriege ich halt auch noch das Kotzen. Ja, ja, ihr seid halt bescheuert und Punkt aus, jetzt verpisst euch so. Ja. Ey, ohne Scheiß, wie gesagt, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich als
so noch links irgendwie groß bezeichnen würde. Weißt du, wenn jetzt so links bedeutet, antirassistisch zu sein oder mit Leuten auf Augenhöhe zu streiten und so. Oder klar, dann ja. Aber ich glaube, so ganz viel, es geht einfach nicht mehr um diese Schubladen, sondern es geht irgendwie wirklich darum, also selbstverständlich, wenn irgendwelche Leute gegen Menschen hetzen oder es feiern, wenn Leute im Mittelmeer ersaufen, dann kriege ich das Kotzen. Keine Frage. So, ja. Und wenn die da am besten noch auf die Christlichsten der Christlichen macht, so, aber machen, ne, dann ist das komisch. Ich glaube, es ist einfach ein sehr. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft, ich glaube, dass es erstmal noch deutlich beschissener wird, so, als dass es besser wird. Davon bin ich erstmal wirklich überzeugt, weil ich glaube, durch dieses immer weiter sich in seinen eigenen Blasen und selber bestätigen, das holt halt noch ganz wenig ab. So, ich glaube, das fühlen sehr wenig Leute. Ich kann das auch verstehen, es ist auch sehr anstrengend. Ich habe einen sehr unterschiedlichen Freundeskreis von unpolitischen Leuten bis politischen Leuten bis hin zu total konservativen Leuten und so. Und da ist es manchmal ja auch vielleicht anstrengend. Ich habe auch Freunde, die ehemalige Freunde, die totale Faschos geworden sind. Ja, bei uns so, oder wenn du dann auf einmal Leute wieder siehst und merkst, kack, die sind total abgedriftet. Und du denkst eigentlich, scheiße, eigentlich waren das doch. Wie in so einem Zombie-Film war das. Das waren doch eigentlich geile Menschen, sozusagen, weißt du? Und du denkst so, oh fuck, wir haben in einem Lied die Zeilen. Faschos bedrohen, Eskalation, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Und damit meine ich nicht nur irgendwie, wenn es mal auf den Zahn gibt oder mal auf die Fresse, sondern auch so kopfmäßig. Weißt du, ich glaube, das ist auch für mich zum Beispiel ganz oft echt ein Kampf. Da, also, und ich glaube auch für ganz viele Leute, die haben halt einfachere Antworten und das ist halt total verlockend. Du, wenn so, ich ne? immer, und ich bin natürlich immer der König, wenn ich immer dagegen bin. Also wenn du jetzt, egal was du sagst, und ich bin immer dagegen, denn ich bin immer in der besseren Position. Klar, du bist am Erklären und am Wünschen und ich sage immer, ja, aber es hat ja nicht geklappt die letzten 15 Jahre. Weißt du, das ist ja des Kaisers neuen Kleider. Also die AfD-Leute laufen nackt durchs Land und werden bewundert für die schönen Sachen. So. Nee, da ist ja nichts. Warum? Also wenn du das, jetzt jemanden fragst, was ist denn jetzt mit der Rente, was ist mit Schulen, was ist mit Kitas irgendwie. Aber das ist den Leuten scheißegal, weil das, was die authentisch verkaufen können, ist, dass sie sagen können, wir haben mit den anderen nichts zu tun. So. Und das ist das, das reicht schon für die Leute aus, weil mit denen haben wir nichts zu tun. Sozusagen. Und das können sie auch authentisch verkaufen, sozusagen. Ne? Was dann nachher der Inhalt ist, das ist, wird, glaube ich, noch bitterer. Aber ist das für dich nicht auch unglaublich, dass ich manchmal dastehe und denke, müssen die erst an die Macht kommen und alles in die Scheiße reiten irgendwie, damit Menschen dann sagen, ach Gott, ja, das ist jetzt, den Protest wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, oder sind die Leute, die Protest wollen, irgendwie auch, nehmen die das auch in Kauf, dass das Land im Feuer steht? So, dass die dann sagen, ja, genau so muss das sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, doch, manchmal denke ich das, na klar, bitte, das. Also, ich sage jetzt nicht, oh geil, ich glaube, es wird beschissener und freue mich dabei. Hm. Sondern ich denke, Das wird beschissener. So, ne? Das merkst du doch, wenn irgendwie ganz oft Leute aus dem Westen gesagt haben, oh ja, im Osten ist so krasser Rechtsruck und so, und die AfD so stark. Ja, nee, der war schon, Nationalsozialisten waren schon überall. So, und auf einmal merkst du, oh, wo waren die letzten Wahlen? In Hessen oder so? Oh, da ist der blaue Balken aber auch ganz schön hoch. Ja? Vielleicht ist es manchmal bei uns ein bisschen schneller, punktuell, ja. Aber das ist natürlich ein Ding. Hast du schon mal Angst gehabt bei Auftritten? So vor Leuten? Also jetzt vielleicht gar nicht AfD, aber sozusagen auch so ja, Stalker oder so. Ich hab mich ja auch mit den Leuten angelegt. Ich hab das im Podcast schon ein paar Mal gesagt, dass mir dann angedroht worden ist, dass die mich zusammenschlagen. Ja, dir müsste man das Jochbein brechen und so, reinrufe und so. Oder wenn ich irgendwelche. Weil was für eine Situation meinst du? Ich hab so eine Nummer gehabt gegen Pegida. Da ging das eigentlich los. Also, dass ich so eine Nummer hatte im Programm irgendwie, wo ich mich darüber lustig gemacht habe. Und dann in manchen Städten halt gemerkt habe, dass das nicht so gut ankam, dass die Leute das nicht hören wollten und dann gesagt haben, weiter, aufhören. Und dann kommt halt der Punk wieder mehr hoch, der Trotzige, der sagt, Leute, umso mehr Leute zu mir sagen, das darfst du nicht machen, umso länger wird diese verfickte Scheißnummer, weißt du? Und dann... ja, und dann, aber das war eine Zeit lang bei dir, also glaube ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Shea Krömer Sachen geguckt habe oder so, ne?
Da wirktest du manchmal, ich weiß, ey, wir kennen uns ja gar nicht. Also weißt du, so, ja. Es wirkt für mich so, als wenn ich dir das gerade... Du sagst du einfach zu mir, du kennst mich gar nicht. Darf ich ja viel älter als du auch. Du siehst mich nicht. Ja, guck mal, wenn ich schon nicht rauche und nix, dann... Darf ich sie duzen? Ja, darfst. Du darfst Herr Krömer. Du, Herr Krömer, sag mal. Aber da wirktest du sozusagen auch oftmals, wenn du jetzt zum Beispiel mit der Steinbach oder so gequatscht hast, wirktest du ja, und ich meine, wie gesagt, irgendwelche anderen Leute, ich will jetzt gar nicht auf die Steinbach, ich will gar nicht auf dieses Politthema. Geh doch auf die Petri. So, genau. Konntest du die, da wusstest du, dass die kommen? Das ist deswegen liebe ich dieses Format jetzt hier so, weil das genau das Gegenteil ist. Wir laden keine Arschlöcher ein und ich weiß nicht, wer kommt und kann mich ergo nicht vorbereiten. Und Che Krömer war genau das andere. Wir wussten, wann der Gast kommt und wir hatten für jeden immer 30 Fragen. Gab es viele Leute, die abgesagt haben? Ja, klar. Ja? Okay, also, das habe ich mich gerade gefragt, so ob ich... Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen haben wir gemacht, ich glaube 40 oder so, dass überhaupt so viele gekommen sind, hat mich schon gewundert. Ja, manchmal habe ich gedacht, okay, warum tun sie sich das an, weil es doch klar, also relativ klares Ding. Ich habe immer gedacht, oh, wenn ich da reinkomme, würden wir uns verstehen oder nicht? Wir hätten uns verstanden. Dann, ja, klar. Ich glaube jetzt auch. Will ich mich das nicht mehr fragen, aber das habe ich mich... Bis ich hier reinkam, 2 Minuten vorher, ich habe deine 5 Minuten Hass-Tirade geredet, scheiß Tag, alles. Ich saß neben unserem Basser, ich sag, oh, er hat richtig Bock auf Stress. aber du bist mir sympathisch. Also weißt du, deswegen, guck mal, ich bin dich ja angegangen, so von wegen, du säufst nicht, was bist du für ein Rocker, hast eine kurze Hose an und so. Das kann man nicht bei Leuten machen, die man nicht sympathisch findet, weil sonst wäre die Stimmung gekippt. Ja, aber also wenn du jetzt ein Arschloch gewesen wärst, wärst du darauf nicht angesprungen oder du hättest schon nach 3 Minuten gesagt, ich stehe auf und gehe. Hast du gehabt sowas? Glaubst du echt? Bei Che Krömer ist ganz oft die Stimmung gekippt, schon nach der ersten Minute. Aber lass uns das durchspielen. Du kommst hier rein und sagst irgendwie, du machst Rockmusik, Hip-Hop oder so. Ich hätte dann gesagt, ja, finde ich alles uninteressant. Interessiert mich. Hip-Hop mag ich nicht, Rockmusik auch nicht. Ja, kann ich verstehen, würde ich sagen. Das sind Gespräche, die dann... Ja. Da öffnet sich die Knospe nicht. Sagen wir mal so. Ich glaube, das sind ja auch dann immer so Oberflächlichkeiten. Weißt du, auch so mit Mucke und so, wenn du darüber Leute echt kriegst und dann sag ich, das ist mir auch scheißegal. Manchmal finde ich meine Mucke auch kacke. Ich finde sogar dieses Feelings-Ding hier, die Gespräche sind deeper als bei Che Krömer, weil bei Che Krömer ging es eigentlich zu 90% immer darum, dass ich eine Frage gestellt habe, die irgendwie nicht beantwortet worden ist. Weißt du? Also wenn du jetzt eine Steinbach gefragt hast, wer hat denn das Bild hier, was ist denn das für ein Fake-Bild irgendwie, wo 10 Inder um ein blondes Kind stehen mit der Überschrift, so sieht's hier in 10 Jahren bald überall aus, weißt du? Die hat ja nicht drauf geantwortet, dass das ein Fake-Bild ist. Naja, alle spielen halt ihre Rollen, ne? Ja, bis zum gewissen Grad. Und ich hab das voll durch. So. Zuerst die Folgen fand ich immer richtig geil und dann habe ich nachher manchmal gedacht, boah, er ist richtig abgegessen. Sozusagen schon so von Anfang an. Ja, weil es nichts bringt. Es bringt nichts. Und man hat das immer so gemerkt. Und da hast du sogar manchmal geschafft, ich nehme jetzt nur das, weil ich habe Hunger, ich habe einen Apfel mir noch mitgenommen. Ja, dann isst du den Apfel. Da habe ich manchmal sogar bei Leuten gedacht, wo total klar ist, dass es Unsympathen sind, dass du da so raufgegangen bist, dass ich die nachher punktuell sogar sympathisch fand, weißt du? Ja, also so, klar. Das war irgendwann war natürlich... Dass ich so manchmal gedacht, was ist Krömer jetzt für ein... Fragensteller und dann hat das nicht geklappt und so. Und es ist einfach dieses Ding, Leute, ich stelle euch Fragen und ihr antwortet nicht drauf. Ihr zieht die gleiche Scheiße ab wie bei Maischberger oder bei Lanz und das bringt einfach nichts. Es bringt nichts. Und naja, ich gucke heute noch Talkshows und denke, boah, Alter, das sind die gleichen Antworten wie bei mir. Weißt du, wie bei Maybrit Illner, wie bei Hart, aber Fair. Das ist genau das Ding. Das ist wie so Bullshit-Bingo. Es gibt einfach, für jede Frage gibt es irgendwann eine Bullshit-Antwort, weißt du? Hattest du eine Lieblingsfolge? Oder eine, die du gehasst hast? Oder wo du sagst, richtig scheiße? Also, guck dir die mal an, die war richtig scheiße. Gehasst habe ich, glaube ich, 80% der Sendung. Und die toll waren wirklich die mit Freunden dann. Mhm. Also mit Thorsten Sträter, wo ich über Depressionen gesprochen habe, wo ich so dachte, das wird für mich immer auch Che Krömer sein. Das Positive daran, dass man einmal in seinem Leben eine Sendung gemacht hat, wo man richtig geholfen hat, weißt du? Mhm. Also das hat dafür die ganzen anderen Arschlöcher für mich wieder wettgemacht. Mhm. Teddy war geil, Sido war geil. Ich fand selbst so ein Bushido fand ich interessant, weil er
ich habe ihm 30 Fragen gestellt und er hat mir 30 Antworten gegeben. Das ist das Spiel, weißt du? Finde ich dich toll, scheißegal, ob ich dich toll finde. Ich stelle dir Fragen, gib mir Antworten, hat er gemacht. Wir waren exakt nach einer Minute, eine Minute über der Zeit, 31 Minuten, waren wir fertig. So, das ist das Spiel, weißt du? So, wir sind auch fertig, Diggi. Sind wir? Ja. Schade. Das war's schon. So, Diggi, wir gehen jetzt aber rüber noch in Deluxe-Teil. Ja, machen wir. Wir sind für jetzt hier fertig. Wir gehen jetzt in Deluxe-Teil und dann packen wir richtig aus. Ja, machen wir. Felix Deluxe exklusiv jetzt bei Amazon Music. Wie ist jetzt dein Name nochmal gewesen? Monchi. Weil ich bin jetzt immer bei Monchi. Monchi. Wie kennst du so Monchi-Cheese? Naja, klar. Darüber reden wir im Deluxe-Teil. Da halte ich eine Story zu. Da kannst du eigentlich jetzt schon nach Hause fahren. Die Story wird ein Monolog. Tschüss, Monchi. Ahoi. War schön. Sehr geil. Ey, hat richtig Spaß gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ja, alles schön. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.